Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 in der Koop-Karriere mit dem Mike. Hey Leute. So, und ich möchte direkt am Anfang was sagen. Es könnte sein, dass ich hier eine Facecam am Start habe, denn ich nehme mit meiner Kamera, die endlich hier ist, jetzt gerade was auf. Allerdings habe ich noch keine Testaufnahme vorher gemacht, also ich weiß überhaupt nicht, wie es aussieht. Wahrscheinlich sitze ich hier wieder ultra spacken hier einfach. Und ja, deswegen ist nur ein Test, falls es mir nicht gefällt, keine Facecam. Falls es mir gefällt, habt ihr jetzt bei mir Facecam. Das ist geil. Lol. Was? Regnet's? Nee. Was? Hä? Also es regnet nicht. Nein, es regnet nicht. Aber mein Lenkrad ließ sich gerade ganz rumdrehen. Ich hatte gerade im Zeitfahren war es noch nicht so. Ich hatte das extra überprüft und im Zeitfahren war es gerade nicht so. Das nervt mich ja jetzt und schon wieder richtig hart. Das machen wir nach dem Qualifying, oder? Oder kannst du, oder wie machen wir das? Soll ich denn so das Qualifying fahren? Ich glaube, muss man das Spiel neu starten dafür? Ich glaube schon, ja. Hier ist ohne Spiel neu starten. Probier es mal, aber falls es nicht, also da müssen wir das Spiel neu starten. Das wäre ein bisschen bescheuert, Leute. Wir probieren es einfach mal. Also ihr seht hier auch mein Lenkrad jetzt. Hier auch rechts meine Kupplung, wobei die seht ihr gar nicht. Für ETS und so. Müssen wir mal gucken. Also ich habe die Kamera jetzt einfach mal aufgestellt. Ich habe auch noch im Hintergrund kein Greenscreen oder irgendwas. Ich probiere dann noch ein bisschen rum. Greenscreen habe ich ja tatsächlich mitgeliefert bekommen. Mal gucken. Ja, werden wir dann sehen. So, bin auch wieder von der Partie. Muss ja meine Aufnahme dafür immer unterbrechen, wenn ich raus habe. Und jetzt funktioniert's. Funktioniert? Ja, funktioniert. Jawohl, müssen wir doch nicht raus. Das ist gut. Leute, USA hier. Das ist crazy. Boah, im Zeitfahren. Der erste Sektor ist doch nicht so schwer, wie ich dachte. Zumindest, wenn es trocken ist. Und wir haben ja zum Glück heute hier trocken. Ja. Aber, ich bin da... Also da bekommt man so schnell eine ungültige Runde, das ist der Hammer. Also man muss wirklich nur so ein ganz bisschen... Ja, im Zeitfahren ist das halt so. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier im Qualifying auch so ist. Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich bin übrigens, bin ich USA hier nicht Zeit gefahren. Das hat nur Yanga gemacht. Doch, beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal aus Versehen, aber jetzt gerade hier nicht, direkt vorm Rennen nicht. Muss mich jetzt sowieso wieder einfahren. Das war schon mal schlecht gestartet. Muss mich hier einfahren. Okay. Was hast du für Zeiten gefahren im Zeitfahren? Weißt du das noch? Nee, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir die Schwierigkeit hochgestellt haben, Leute. Boah, irgendwas ist in meinem Hals, Alter. Das kotzt mich gerade so an. Rennen. Genau. Einmal mal testweise. Alter, ich fahre gerade so schlecht. Einmal mal testweise die Schwierigkeit. Stimmt, Leute. Wir haben nur noch 4 Rennen, Alter. Das ist so crazy. Das ist so krank. Ja, wir haben die Schwierigkeit einfach mal ein bisschen hochgestellt. Mal gucken. Oh, ich könnte wieder auf Fett, auf Maximal stellen. Wäre so eine Idee. So, konzentrieren, Leute. Jetzt seht ihr auch mal, wie ich mein Lenkrad bewege. Also natürlich nehmen wir das Ganze aus beiden Sichten auf. Ich hoffe, meine Datei ist diesmal nicht kaputt. ja, dann könnt ihr auch meine Facecam sehen, wie gesagt, falls sie am Start ist. Und ja, ist ganz geil. Boah, ich muss mich ultra einfinden hier noch. Also ich fahre gerade ultra schlecht. Ich auch. Wie gesagt, lange kein F1, das heißt lange, aber ich bin halt kein F1 mehr gefahren. Das erste Rennen hier, die zweite Runde. Und es ist echt ungewohnt, die Facecam guckt mich da so an und zwei Softboxen strahlen mich an. Alter, ich so bin crazy. So viel langsamer als Bottas, das ist ja lol, eine Sekunde langsamer in dem Sektor. Scheiße. Bottas hat oh Gott, und gedreht. Nee, es ist Sektor, ich dachte schon. 1,6, Alter, das wäre crazy. Boah, was ist denn mit meinem Hals, Alter? Du kriegst Kotzen hier. Wurde beinahe gerade wieder wegen einer Drehung disqualifiziert. Ich ja, hatte das Angst. Kennen wir ja schon, Leute. Ja. Letztes Rennen, wisst ihr Bescheid. War das doch, das war das letzte, ja. Boah, jetzt hier. Jetzt eine vernünftige Runde. Ich bin ja schon echt schlecht gestartet. Also ich fahre gerade auch nicht gut. Ich fahre ein paar mehr Runden, auch wenn meine Reifen dadurch kaputt gehen. Das ist mir jetzt dieses Mal echt egal, weil sonst fahre ich im echten Rennen richtig scheiße. Du bist gerade die bislang
Anfang schnellste Runde gefahren. Ich bin zwar schnellste Runde gefahren, aber ich kann noch viel besser fahren. Als gerade eben. Oh, das war gerade kurzzeit so aus, als wäre, würde es regnen. Oh, lila Sektor. Oh! Hilfe! Oh mein Gott, was mache ich hier gerade? Guck dir das an, wie ich fahre. What the fuck, Leute? War auch richtig schlecht. 10 bis 15 Minuten Regen. Das ist dann zum Glück nicht mehr in unserem Qualifying. Ja, hat er mir gerade auch gesagt. Alter. Okay, vor mir ist jemand. Oh, du bist vor mir, lol. Also ich wackel gerade mit meinem Lenkrad ultra rum. Zwischen uns ist aber noch ein Auto. Ja, ich weiß. Ich bin nie auf der Ideallinie, fast nie. Weil ich gerade ultra rumwackel. Ist geil. Auch mega schlecht gerade. Wirklich richtig schlecht, wie ich gerade fahre. Heute wieder Sportoutfit an. Ist richtig geil, Leute. Ich fahre zwar lila Sektor, aber nur ganz, ganz knapp. Und ich habe echt... Ich fahre kacke schon. Also ich wundere es, dass ich so gute Zeiten habe. Weil meiner Meinung nach fahre ich ultra schlecht. War nicht nur meiner Meinung nach schlecht, sondern das Spiel findet aus, dass ich schlecht fahre. Das ist dann nicht gut. Mann, wie Stroll. Ah, er fährt an die Box. Der direkt vor mir war, ist an die Box gefahren. Geschafft. Letzte gezeitete Runde, die ich jetzt hier fahre. Okay, Leute, jetzt nochmal anstrengen. Das muss mal echt gut werden. Das darf nicht schlecht werden. Alter, den ersten Sektor fahre ich immer viel besser als du. Halbe Sekunde. Ja, weil ich scheiße grade. Bin, habe ich ja gesagt. Also jetzt fahre ich ihn gerade besser, den ersten. Aber ich bin so oft ultra scheiße gewesen da. Jetzt fahre ich ein bisschen besser. Nicht perfekt, aber besser auf jeden Fall. Könnte erster Platz werden mit dieser Runde, wenn ich es jetzt nicht versauere. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Nee. Bin jetzt schon schneller. Ja, ich bin doch hinter dir. Als, ja, aber nur wenn du dich nicht verbesserst, meine ich. Also aktuell ja, überhole ich auf jeden Fall deine wirst Zeit. Du wirst kurz erster. Was soll das denn heißen? Ja, du, glaubst du nicht, dass ich du wirst erster und dann komm ich drüber und dann werde ich erster. Oh scheiße, ich habe mich gedreht, okay. Ja, siehst du. Ich schaff's nicht. Schau mal, also aber ich wäre, ich war 900 schneller. Ich bin gerade eine und Sekunde. Ich bin direkt hinter dir, pass mal ein bisschen auf. Dankeschön. Ich bin gerade fast eine Sekunde schneller. Oder ich bin eine Sekunde schneller. Also du wärst dann über die Ziellinie gefahren, erster gewesen und dann hätte ich es wieder aufgeholt. Oh, war das knapp. Okay. Dann, maximal kann ich lassen, aber ich fahre langsam. Ah, Leute, ist crazy. Erster sollte ich auf jeden Fall sein, du hoffentlich zweiter. Ja, schauen wir mal gleich, wie der Abstand so ist. Also wärst du besser gefahren jetzt gerade? Also hättest du die Runde gefahren, ohne dich zu drehen, das meine ich. Das wäre crazy. Dann wärst du auf jeden Fall zweiter. Ja, was schau mal, wie es jetzt da so aussieht. Okay, fast 10%. Alter. Ja, 6, 6, 8 und 7, aber wenn ich die noch fertig fahre, dann haben wir auf jeden Fall 2, 10. 6, 6, 8 und 7 sind dann nicht fast 10. Doch, natürlich. Wenn ich die noch fertig fahre, die Runde, dann habe ich auf... Alter, okay. Schon echt fast 10. Sie, die Bots sind auf der Strecke. Wir haben, Leute, wir haben ja, wie gesagt, die Schwierigkeit hochgestellt, aber die kommen da nie im Leben ran, echt, Alter. Jetzt? Was richtig. Haben wir für einen Abstand? Zu dir 3 Sekunden. Oh, Alter. Und zu mir 1,5. Das ist geil. Ich glaube, sind dann wirklich im ersten Sektor. Wobei, der erste Sektor geht bei denen sogar. Die sind im dritten Sektor richtig langsam. Oh, da muss ich ja hin, ups. Boxeneinfahrt fast verpasst.
Ja. So, fahren wir da mal rein. Wieso ist der dritte Sektor bei denen so langsam? Krass. Guck, jetzt habe ich 7, 7, 8, 8. Also das ist schon fast 10. Okay, dann cutten wir es raus, oder? Ja, yep, cutten wir raus. Nun gut, das ist das Ende des Qualifyings. Und ja. Man kennt es. Mercedes, Mercedes, genau. Red Bull, Force India, Force India. Das ist irgendwie geil. Wir gucken nochmal auf die Rangliste. Und ich bin 17 Punkte hinter Hamilton. Das ist crazy. Wir rennen noch. Noch ist alles drin. Wir rennen noch, ja. Konstrukteur wird wahrscheinlich echt... Oh Mann, da müssen wir müssen echt beide, also beide immer Erster und Zweiter sein. Das wird echt crazy. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Das weiß ich auch nicht. Mein vierter Platz, den noch zu bekommen, das wird auch noch eine richtig harte Herausforderung. Da ist es sogar für mich eigentlich ganz gut, wenn Mercedes vor denen ist, aber ich will natürlich auch... Oh, lila, gelb. Willst du mich verarschen? Ja, lila, gelb. Ja, mach ich. Ja, muss wohl, ne? Naja, muss nicht unbedingt. Nicht, also, ich mach's nicht. Oder? Gegen Bots. Angeblich nur eine Sekunde. Ja, ich seh's. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Was? Ich mach lila, rot. Es ist nur eine Sekunde angeblich langsamer und die fahre ich gegen die Bots raus. Ja, gegen dich habe ich ja keinen Kampf. Schon, ja. Ach komm, ich bleib bei lila, gelb. Wir lassen es einfach so, dann hat jeder von uns was anderes. Ist auch witzig. Oh Mann. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich gar nicht so lange hier aufgestanden bin. Vielleicht klinge ich deswegen heute ein bisschen kacke. Ich weiß es nicht. Oder ich habe auf meinem Mikro wieder auf meinem Mischpult irgendwas verstellt wieder. Oder ist es einfach nur der Nahbesprechungseffekt, weil du so nah am Mikro sitzt? Das kann auch sein. Aber das habe ich bei F1 ja immer. Junge, wie ja, wie und das ist bei F1 aber auch immer sehr tief, deine Stimme. Echt jetzt? Ja. Aber ich, also ich glaube tatsächlich, dass dann liegt, zum größten Teil, dass ich ja erst vor einer halben Stunde, knapp einer Dreiviertelstunde aufgestanden bin. Das kann sehr gut sein, ja. Ich lag halt so im Bett und dann habe ich dir geschrieben und dann hast du geschrieben, ja, machen wir halt um 12 und dann stehe ich so auf und es ist so 10 vor 12 oder so. Ich denke so, ja, machen wir doch lieber 1. Ja, das ist geil, Leute. Elektro-Mike. Das auch wieder? Ja, so ein bisschen. Ja, jetzt gerade sehe ich. Ich hab das auch offen, diese Dingens. Die Informationen. Alter. Jetzt geht's wieder runter. Es war gerade nur jetzt einmal kurz. Alter, mit Full Tempo hier links, rechts machen. Meine Vollbremsung! Richtig geil. Safety Karten wir lang nicht mehr. Ja, ich will's aber eigentlich auch nicht haben. Nicht unbedingt. Kommt drauf an, was jetzt passiert, aber eigentlich will ich's nicht haben. Und mein Hals ist am Arsch. Ich bräuchte es jetzt gerade auch nicht. Ich will einfach nur, dass Hamilton verkackt. Oder Bottas. Einer der beiden, das wäre okay. Also wir erst, dann zweiter. Und für Mercedes nur einer einen Punkt. Einer Punkt. Ich habe ein schweres Auto übrigens. Wie viel hast du? 30 Runden habe ich. Ich auch. Ziel mitgenommen. Guck mal, nicht mit Absprache und so, aber wir haben es gemacht. So Leute, ich muss mal kurz bei der Kamera was ändern. So, jetzt ist die Kamera wieder da. Und still so. Ich habe aber auf Fett geschaltet für den Start. Ne, ich habe noch nicht auf Fett, das mache ich. Ich fahre erstmal ein bisschen. Ja, damit ich gut starte. Mit dem schweren Auto. Ich will nicht wieder wie bei Singapur. aber ich weiß nicht, wie man hier jetzt startet, weil wir fahren ja diesen Berg hier hoch beim Start. Ja. Das kann kritisch werden. Aber du hast die Ideallinie. Ich bin krass. Das musst du dir immer merken. Nee, ich starte in der Regel besser als du. Das war ja nur Spaß. Na, das war aber kein guter Start von mir. Hamilton vorne, ne? Nee, das nicht. Jo! Jo!
Du hast mir überhaupt keinen Platz gelassen. Ich weiß, ich habe dich auch nicht gesehen, deswegen dachte ich, ich muss dir keinen Platz lassen. Alter, hast du mich weggerammt, hast du irgendwie Schaden? Nee, ich hab zum Glück nicht. Ich hätte jetzt safe damit gerechnet, dass du einen kaputten Frontflügel hast. Junge! Nee, nichts passiert. Ich hab mich nur ein bisschen erschrocken, dass... Ja, ich auch. Dass du quasi so in meine Seite reinfährst. Ich hab mich erschrocken, dass du auf einmal da bist, weil ich hab... Am Anfang habe ich gesehen, dass Hamilton kurz vor dir war, ganz kurz. Ja, ja, ganz kurz. Und ich habe dann gedacht, hat geregelt. Ich habe dann gedacht, ja, das die Kurve kann ich ganz normal nehmen, muss da keinen Platz lassen. Auf einmal kommst du da angerauscht. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Ah, das wollte ich gar nicht. Ach, hör mal auf. Ich fahre gegen dich, hat er gerade gesagt. Und gegen Van Dorn, hä? Ja, das ist auf jeden Fall ein Gegner. Ja, ich habe aus Versehen die Taste gedrückt, dass ich spreche. Und dann habe ich halt irgendwie... Ich habe eigentlich gar nichts gelabert, aber der hat dann angenommen, gegen wen fahre ich. Und dann hat er gesagt, das sind... das bist du und Van Dorn. Jo, ich fahre gut. Ich merk's. Ich bin fast an deinem Arsch. Man merkt, dass das Auto schwerer ist. Ja, ich merk's. Meins ist auch ein bisschen schwerer, ja. Aber ich sehe auch, dass du rutschst. Ich habe ja auch schon ein bisschen Prozent auf den Reifen. Oh shit. Ich habe ja schon 16 auf den hinteren beiden. Also es geht noch, aber geht auch besser. Alter, what the fuck? Was? Nichts. Gerade nur weit rausgekommen. Oh, jetzt hat's gerade geleckt. Hilfe. Ah, ich bin ganz froh eigentlich, dass ich dich wieder vorgelassen habe. Echt? Ja. Okay. Kann ich viel ruhiger fahren. Ja, ich kann auch ruhiger fahren, weil ich nicht Angst habe, dass ich auf dich drauf fahre. Ja, wenn du warst, einmal warst du so ein bisschen weiter draußen. Ja, ich bin auch nicht gut gefahren, deswegen. Und dann bekommt man halt schon die Angst, so, oh Gott, wenn er jetzt wieder reinzieht auf die Strecke, dass ich dann nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann. Das ist wie auf dem Chaos-Server in ETS. Was mache ich gerade? Oh ja, bei der Kurve. Meine Reifen sind aber schlecht gerade. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt an meinen Reifen. Na, meine sind auch schon... Hätte vielleicht doch lila-lila-rot nehmen sollen. Ja. Man ist hier doch schon ziemlich am Schlittern. Ja, für nur einen Boxenstopp und eigentlich so krass abgenutzte Reifen. Das ist eigentlich nicht klug gewesen. Doch ein bisschen früher bremsen jetzt in den Kurven. Bitte, Hamilton, einfach, geh einfach weg. In Runde 7 soll ich aber erst an die Box. Crazy. Das ist eigentlich aber unpraktisch, weil dann fahren die anderen fahren wahrscheinlich erst in Runde 9, 10 und dann bist du wieder mitten drin. Das ist so der Minuspunkt an der Taktik, fällt mir gerade so auf. Naja, die anderen fahren bestimmt auch an der Taktiken. Also, ich glaube nicht, dass... Ja, ein paar schon, ja, stimmt. Aber trotzdem, aber wahrscheinlich wirst du dann trotzdem wieder irgendwie Platz 8, 9 oder so sein. Ja, das... Boxenstopp-Fenster ist 9 und 10, ja. Hatte ich noch richtig in Erinnerung. Also, die anderen, die nur einen Boxenstopp machen, werden so ungefähr 9 und 10 fahren. Gibt natürlich auch welche, die mit Gelb starten oder so, keine Ahnung. Die werden was ganz anderes machen. Wenn ich so früh an die Box gehe, dass ich ganz hinten rauskomme am Anfang, dann, oder die anderen einfach alle hoffentlich sehr spät gehen, dann habe ich trotzdem freie Bahn. Ja, das stimmt. Jo, ein bisschen abgekürzt, kann ich nix. Also ich fahre gerade echt schlecht, aber ich finde, das liegt auch ein bisschen an den Reifen. Definitiv. Ausgezeichnet, das ist eine
Aber wir halten den Abstand eigentlich ganz gut, so 1 bis 2 Sekunden. Okay. Schwierigkeit direkt noch höher stellen. Nein, ich meine zu dir, wir beide halten unseren Abstand zueinander. Das wäre sonst blöd. Sonst bauen wir irgendeine Scheiße. Ich würde gern, dass Mercedes Scheiße baut. Das hätte ich gerne. Dankeschön. Ja, das hätte ich auch ganz gern. Dann haben wir halt nur eine Chance auf Konstrukteur. Lila Sektor. Sonst hätten wir da echt keine Chance. Auch wenn wir immer Erster und Zweiter sind, wenn die immer Dritter und Vierter sind, dann ist das echt... Es wird wohl nichts. Nee, also ich habe es nicht nachgerechnet, aber nee, die Wahrscheinlichkeit nicht. Ist nein. Ja, unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist nein. Richtig geil. Ja, das muss man gar nicht nachrechnen, wenn es funktioniert nicht. Nee, glaube ich echt nicht. Also wir müssen echt Glück haben, dass die entweder weiter hinten sind im Feld oder dass halt wirklich nur einer der beiden Punkte holt. Oder gar keiner, ja, das wäre am besten. Dann wäre es echt ultra realistisch. Boah, ich will an die Box, ey. Wir sind erst in Runde 4. Oh. Was mache ich? Mann, ich gehe erst in Runde 9 und ich... Das gibt's nicht. Ich will nicht. Ich mag meine Taktik. 2 Runden nur noch. Du musst noch doppelt so viel. Was bringt eigentlich das Boxenstopp-Fenster? Ich kann ja theoretisch auch vorher fahren. Also ist für mich irgendwie... Muss ich irgendwie ein Boxenstopp-Fenster? Muss ich ja nicht fahren, ne? Ne, muss, aber da ist halt die Box drauf vorbereitet. Aber wenn ich denen also nicht sag, dass ich komme, dann... Ja, nein, das ändert nichts. Das ist nur halt so die Taktik. Ja. Damit du selber das halt noch angezeigt bekommst, okay, wie war unsere Taktik? Okay, das ist unsere Taktik. Und die erste Runde, die da eigentlich angezeigt ist, ist immer das, was die optimale Taktik halt war, was halt dir da angeguckt hast. Und das danach ist halt dann, ja, halt, das ist halt, weil es ein Fenster ist, gibt es halt mehr, aber, ja. Ja, ich werde wahrscheinlich eine Runde früher gehen oder so. Da gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Oh Gott, schon recht krass. Teilweise so früh bremsen. Ja, ich bremse echt früher jetzt, Mann, ey, was ist das denn? Wenn du jetzt wegfährst, dann habe ich auch Hamilton wieder hinter mir. Ist auch nicht geil. Ah, das dauert ja noch. Also bis der bei dir ist. Ja, aber so theoretisch hätte ich ihn dann hinter mir. Oh shit. Ja, merkst ja nichts von. Ich spüre seine Aura. Guck mal, Rang nach Boxenstopp. 4. Was? Jetzt schon. Was? Ja. Als ob. Aber ja, ja, sieht man ja gerade hier. Zwischen Platz 3 und 4 ist ultra Abstand. Das bedeutet, Mercedes fährt gut, die dahinter fahren alle kacke. Das ist ja schon wieder richtig uncool. Alter, da, ich habe fast eine halbe Sekunde gerade schneller im ersten Sektor. Lol, was habe ich gemacht? Ich fahre im dritten gerade auch ultra schlecht wie die Bots eigentlich. Weil ich habe auch immer lila Sektor ist eigentlich und dann nach dem dritten habe ich dann wieder irgendwie plus 2. 0,2 eigentlich. Der dritte Sektor ist aber das, wo wir viel, viel schneller sind als die Bots. Ja, eigentlich, aber ich fahre gerade halt echt schlechter. Dadurch habe ich keine neue beste Runde durch den Sektor. Einen brauche ich ja jetzt auch nicht, aber, ne. Guck, jetzt habe ich minus 0,3. Alter, ich fahre gleich, oh Gott, okay, ich fahre doch keine schnellste Runde. Der dritte Sektor hat es mir gerade kaputt gemacht. Ja, sag gemacht. Ich doch. Fuck. Das macht er mir immer kaputt. Boah, ich war bei minus 600. Das ist crazy. Vielleicht kann ich ja jetzt doch mal wieder ein bisschen besser fahren und eine neue Runde fahren, aber wie gesagt, ist ja eigentlich egal.
Du fährst nächste Runde, ne? Ah, nächste Runde, ja. Oh, Leute. Obwohl man ja sieht, ich habe jetzt zwar vorne schon fast 40%, aber man kann mit den Reifen trotzdem noch ganz gut fahren, eigentlich. Nee, bin ich aber ultra nicht. Ich wieder bin lila Sektor. Ich bin begeistert von den Reifen, ja. Also es geht, aber ich habe so Angst. Gleich fahre ich schön mit den neuen Reifen, wenn ich eine Runde eingefahren bin mit den neuen Reifen, fahre ich dann schön auf lila, auf Fett. Ja, ich auch. Ich habe bis jetzt, außer beim Start, gar nicht auf Fett gefahren, deswegen ist mein Auto immer noch mega schwer. Ja, merk meins ich auch. Ich habe halt noch gar nicht auf Fett gefahren. Oh. Die Runde war ultra schlecht. Okay, dann fährst du oh jetzt, Gott. Ich fahr nächste Runde. Nee, ich fahre jetzt nicht. Ich will die schnellste Rundenzeit bekommen. Ich würde sie jetzt bekommen und ich will sie haben, Mann. So ein Kacker, ne? Aber ich will nächste Runde fahren, du machst mir jetzt eine Schicht. Nee, du musst eine Runde später fahren. Ja, dann fahre ich wie geplant, aber dann. Ja, ist doch gut, die Reifen sind doch noch gut. Find ich nicht. Doch, man merkt es doch. Ich fahre, warte mal, 2 Sekunden langsam, egal. Was? Keine neue. What the fuck? Ich hatte alle lila, ich hatte bis auf den letzten Sektor hatte ich überall lila. Ja, sag ich ja. Das hatte ich voll oft schon. Welche Runde hast du? Wie, ja, wie schnell meine ich war denn so, ne? Achso, 1,42,2. Wie viel hast du? 41,5. What? Wie geht das denn? Also die schnellste Runde war das, ne? Hä? Und wie habe ich denn. Ja, das ist im letzten Sektor. Wie kannst du da denn eine Dreiviertelsekunde schneller das sein? Das ist der letzte Alter, Sektor. Als ich. Ich hatte voll oft schon. Hatte ich. Bin den eigentlich ersten, gar nicht schlecht gerade gefahren. Aber ich hatte echt voll oft schon die ersten zwei. In den ersten zwei Sektoren-Dingern. Minus 0,4 oder so. Und dann bin ich den. 6. Dann bin ich den letzten gefahren, fahre über die Startziele und habe irgendwie plus 200 oder so. Also da bin ich ultra schlecht aufgefahren. Da hatte ich jetzt nur mal Glück gehabt. Wie vielter bist du, wenn du raus an die Box? Immer noch Vierter? Ja, ne? Ja. Also ist Bottas weiter hinten. Also von Hamilton entfernt. Er wird wahrscheinlich Fünfter dann sein, aber. Wieso? Oh, nee, ja, ich laber ganz schön. Nein, Bottas ist Vierter. Ja, meine ich, ja. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Okay. Du hast jetzt wieder lila. Ein anderer. Ich hab jetzt wieder lila, okay. Ja. Und ich werde Dritter nach dem Boxenstopp, weil Bottas auch an die Box kommt. Lol. Also, perfekte Strategie. Warte, wenn Bottas auch an die Box kommt, dann fahren die ja auch so eine Strategie wie du. Hamilton wahrscheinlich auch. Der wird nur. Also, Bottas hat zumindest jetzt auch lila, ja, wieder. Und Hamilton wird wahrscheinlich nächste Runde wieder lila holen. Weiß ich nicht, aber. Schätze ich. Naja, die letzten Male haben die nicht immer dieselbe Strategie gefahren, ne? Ja, aber oft hatten sie das schon mal. Boah, wie viel Abstand du einfach zu Platz 4 hast. Boah, das ist. Wie viel der ist? Ist er jetzt Vierter immer noch? Er ist Vierter immer noch, ja. Der Abstand nach da hinten ist halt ultra groß. Boxenstopp. Platz 5. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde rein. Ach ja. Ich sag's lieber nochmal an, dass sie Bescheid wissen. Und dann kann ich endlich mit neuen Reifen fahren, auch wenn gelb scheiße ist. Die auch rutschen werden, aber ich stelle dann erstmal auf Fett nach einer Runde oder nach zwei Runden.
Und dann hau ich nochmal aufs Gas. Okay. Wow. Dann ab in die Box. Kann ich gleich mal wieder an der Kamera rumfummeln. Los, fahr jetzt! So, weiter geht's. Ich glaube, so passt es jetzt. Okay, gelbe Reifen. Das war unser letzter Box. Hamilton jetzt erster. Und du bist auch voll nah hinter mir jetzt gleich wieder. Ja. Wir haben Sprit übrig. Du kannst mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Mischung 3. Wow. Den Reifen jetzt erstmal einfahren. Dann stelle ich schon um. Oh, Alter, bist du langsam. Ja, ich habe gelbe Reifen und muss mich erstmal einfahren mit den. Ganz gerne vorbei. Hier. Schauen wir mal. Na, so. Na. So nah dann doch nicht. Vielleicht auf Startziel oder so. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall der ist. Das ist crazy. Ich finde das immer recht gut, wenn wir uns battlen, weil dadurch holen wir halt auf zu Hamilton. Naja, in der Regel verliert man beim Kampf Zeit. In der Regel. Aber wir sind ja krass. Wir sind wieder Ausnahmefälle. Junge, die Kurve mit den gelben Reifen. Jo, Hamilton fährt. Ich glaube, aber er holt sich gelb. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch auf lila wechselt. Oh. Nice, scheiße. Jetzt hast du eine neue Schnellste. Das ist gerade nicht gut, was du machst. Das ist gut. Zum Glück habe ich das im Spiegel gesehen, sonst hätte ich wieder reingezogen. Aber ich werde nie im Leben den Boxstopp rausfahren können gegen dich. Nee. Auch wenn ich jetzt einige schneller fahre. Ich fahre ja gleich wieder auf Fett und so, also so viel schneller fährst du wahrscheinlich dann nicht. Ja, wobei, der Boxstopp dauert hier gar nicht so lange, glaube ich. Das stimmt. Vielleicht muss ich ja auch nochmal in die Box, weil ich irgendwas verkacke. Aber es ist halt echt ärgerlich, dass wieder beide Mercedes noch am Start sind. Ich meine, solange wir erst und zweiter sind. Guck mal auf Ricardo, der Abstand. Das ist so heavy. Ja, es ist so heftig. Ja. Also, solange wir erst und zweiter sind, holen wir natürlich auf. Aber das, glaube ich, reicht nicht, wenn die halt auch dritter und vierter sind.